Die Zeit verstreicht, während ihr an der Reling steht und euch irgendwie nützlich macht oder versucht, nicht im Weg herumzustehen. Erblickt dann immer mal wieder die verschiedensten Wunder aus Effards Reich. Mal ist es dann eine Kolonie von Grünwalen, die sich euch anschließt, denen ihr dann zusehen könnt, wie sie blasen und das Wasser entgegenprusten, wie sie ja, versuchen mit diesen widernatürlichen Begebenheiten dann zu leben, also ein kleines Refugium, was hier dann um euch herum entsteht und wie die Wale euch schützend in die Mitte nehmen. Mal einen langen Schwanz, den ihr erkennen könnt, wo dann auch der Ausguck dazu rät, dass es wohl eine Seeschlange ist, die euch verfolgt, aber auch mit viel Abstand zu euch, so dass sie dann auch nicht aufgespießt wird und dann von irgendwelchen Aalen oder so beschossen wird. Ihr werdet auch erfahren, dass wohl in den vergangenen Jahren, die ihr die Seeadler nicht mehr gesehen hattet, es wohl gelungen ist, dass man eine der Seeschlangen von der Plagenbringer hat zerstören können. Denn die Plagenbringer ist ja mittlerweile viel zu schwer, um selbst noch auf ihren Spinnenbeinen zu laufen, sodass sie mit ja, angeschmiedeten Seeschlangen gezogen wird. Und eine von diesen drei Seeschlangen konnte die Besatzung der Seeadler von Peilung dann auch vernichten, wo es allerdings auch ein paar Opfer gab. Also man testet sich immer so ein bisschen heran, versucht dann die Dämonenarchen dann zu beschädigen, zu vernichten. Das hat auch das ein oder andere Mal funktioniert. Das größte Ärgernis, was wohl immer mal wieder auftritt, ist eine besonders ekelhafte Spinne, eine der Dämonenarchen, die immer mal wieder von unten auftaucht, nach den Schiffen greift und sie dann festhält, zersplittert, zerdrückt. Und die dann ganz besonders ekelhaft ist, weil man nicht wirklich gegen sie kämpfen kann. Es gibt auch noch andere Phänomene, von denen dann die abergläubischen Vollmatrosen berichten können, wenn sie denn länger auf der hohen See sind. So gab es vor kurzem erst eine Begegnung mit einem, ja, mit einem Geisterschiff. Denn ja, vor einigen Jahren sind ja zwei rondrianische Schiffe versunken beim allerersten Angriff der Dämonenarchen und dabei starben dann 60 Rondrianer. Bis heute einer der ja, Tragödies, bis heute eine der größten Tragödien, die die Rondra-Kirche erlitten hat. Da hat man 60 Rondrianer an einem Tag verloren. Und eines dieser Geisterschiffe ist ihnen wohl auch begegnet. Ja, was habt ihr sonst noch vor während der Überfahrt? Es wird wohl 18 Stunden dauern, das heißt, ihr müsstet euch ja auch schon mal ins Unterdeck verziehen, um dort dann auf den Hängematten zu schlafen. Aber ansonsten könntet ihr den Tag sehr generisch gestalten. Irgendwas Besonderes. Wir fangen an mit Abelmir. Ja, ich würde mich mal die Werkstatt von diesem Prüttel angucken, wo Geschütze gefertigt werden, ausgebessert werden und mich mal ganz gemütlich über die Feinheiten und Spezifika von verschiedenen Torsionsgeschützen unterhalten. Dir wird auffallen, dass das Prüttel selber gießt, zwar auch als Richtschütze, aber er selbst ist das ist nicht seine Werkstatt, sondern die gehört Porquorm, dem Zerstückler, ein Zimmermann und Hilfsheiler, den Jarlan wohl auch schon kennt. Also wenn du irgendwann mal wieder nach oben kommst und dann von Porquorm berichtest, dann wird dir auch Jarlan erzählen können, dass der gerne mit seiner Säge Dinge abschneidet. Oder absägt. Ja, gut. Aber ansonsten sind das alles sehr liebenswürdige Zimmermannsleute, die dich da auch gerne einweisen, vor allem wenn du auch anbietest, selbst zu helfen. Natürlich. Wo ich Gut. kann. Noch irgendwas? Ja, denn wenn halt hier Krokodil auftaucht, Quatsch, Lido Croc auftaucht, dann mich mit ihm unterhalten, ihm Bericht erstatten als vierter Offizier, wie sie es gehört. Und ja, mal gucken, was passiert. Also nichts so Spezielles. Alltags. Ja, ich würde mich auch mit Lido Korg unterhalten und ich würde tatsächlich hauptsächlich so auf die Themen eingehen. Das Element Wasser, was weiß er so darüber? Das Element ist mir ja selbst noch ein bisschen fern Er hat überhaupt und. keine Ahnung. Er kann auch nicht schwimmen. Ah, Also das ist er hat keine witzig. Ahnung vom Element Wasser und tatsächlich, er kann nicht schwimmen. Er hat unglaubliche Angst vor Wasser. Okay, dann würde ich das Gespräch ganz schnell woanders hinlenken, nämlich auf das Element Eis. Das hat er ja schon Er weiß nicht, er eindrucksvoll. weiß auch nicht, was Eis ist. Ja, die Er Schuppen, die weiß gibt es. nicht, was Eis ist. Also er hat das zwar gemacht, aber er hat keine Ahnung, er hat noch nie Schnee gesehen. Okay, dann würde ich mir mal von ihm das Weltbild
das er so hat, darlegen lassen. Also so ein bisschen in die philosophische Ecke gehen. Man möchte ja auch über den Tellerrand hinausblicken und ja, würde mir einfach mal so anhören, wie er die Welt so auffasst und ja, so sein Modell. Ja, er ist ein unglaublicher Egomane. Er lädt dann auch später dich und auch Abel mir in seine Kajüte ein und du kannst dann in einer riesigen Bibliothek mit auch einem großen Weinregal stehen. Gemütliche Sessel, dir wird auffallen, wenn du normal an Deck mit ihm sprichst, wo er irgendwo aus verschiedenen Fässern rausglugt oder so, ist er ungefähr 50 Zentimeter hoch. Also er ist ein echt kleines Ding. Und wenn er dann in seiner Kajüte auftaucht und er dich dann durch eins der Feenpforten mit in seine Kajüte nimmt, ist er plötzlich 3 Meter groß. Sodass er dann schon sehr gewaltig aussieht. Und trotzdem bleibt er freundlich, wenn du auch freundlich bleibst. Wie gesagt, kannst du auch nochmal so die Bücher durchgucken. Unglaublich viel Wissen. Die Biere, die er auch dabei hat, es sind doch viele Weine dabei, aber vor allem die Biere, unter anderem auch aus Xorlosh direkt importiert. Also wie auch immer er das geschafft hat, aber er hat irgendwie alles da und auch aus allen Zeitaltern da. Boah, fantastisch. Er ist ein unglaublicher Egomane und alles dreht sich um sein Schiff. Ja, ich würde sein Ego ein bisschen anfüttern. Ist, glaube ich, nie das Verkehrteste, was man machen kann mit so einem, ja, freizauberischen Wesen, wenn wir schon in seiner Fehlengrule irgendwie sind und, ja, mich auch ganz interessiert zeigen und verschiedene Bücher durchgucken und, ja, mir halt so ein bisschen Wissen anlesen. Ja, also wirklich reingucken lässt er dich nicht. Wenn du reinguckst, sind die Seiten leer und wenn du sie zuklappst, sind sie plötzlich wieder vollständig da. Es sind auch sehr bekannte Sachen, noch teilweise irgendwas von Zwergen, die da die alten Schriften notiert haben, irgendwelche Steintafeln, aber wie gesagt, noch hast du sein Vertrauen nicht und du bist nur ein Steuermann. Dementsprechend nee, kein Wissen für dich. Schade. Nicht ohne das, wie man Menschen kocht. Er hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, gut. Er war noch nie auf Land, er war auch noch nie auf einem anderen Schiff. Alles, was er kennt, ist die Seeadler. Okay. Und wie gesagt, kann ich schwimmen. Gut, wir machen weiter mit Isarun. Genau, ich erkundige mich einmal nach den Schichten, die Trismagena heute zu erledigen hat und würde sie dann gerne außerhalb ihrer Schicht abpassen, um mich mit ihr zu unterhalten. Ja, kannst du natürlich auch tun. Sie wird natürlich auch über dich informiert sein und dir dann in ihrer eigenen kleinen Kajüte, Offizierskajüte, würde sich dann zu dich bitten. Du siehst wohl dann auch, dass verschiedene andere Leute dabei sind. Jadwiga von Luring, eine Vizekapitana, die dann wohl auch Sanin vertritt, wird dann allerdings auch nach draußen geschickt. Boronhard von Wertling, ein Navigator, der dann ebenso nach draußen tritt, sodass ihr dann mit T erstmal alleine seid. Zwischendurch wird sich dann auch noch ein weiterer Tulamide dazu gesellen. Das ist dann wohl der zweite Bordmagier, von dem wohl schon gesprochen wurde. Celobin. Und so sitzt du dann schön mit Tee in der Kajüte, sehr bequem. Schöne Federbetten, auf denen du dann sitzen kannst. Vor dir dann, wie gesagt, so ein kleiner, so ein Vertiko, würdest du sagen, auf dem dann das Tee abgestellt oder der Tee abgestellt ist. Und ja, könnt euch dann über die verschiedenen Thesen unterhalten oder was auch immer du von ihr möchtest. Wunderbar, ja, also mit meiner Magusarbeit, da geht es dann um magietheoretische Sachen und ich denke, wir können uns da ganz gut unterhalten. Vielleicht wird sie das auch ganz spannend finden, was denn da mit dieser fliegenden Festung los war. Ja, das wird sie auf alle Fälle interessieren. Sie hat natürlich schon davon gehört, dass Galotta in der Vergangenheit Gareth doch schon kaputt gemacht hat und wenn sie da dann nicht nur als Antimagierin aus Gareth, sondern eben auch als Perikuma Austreibungsmagierin dann da weitergemacht hat, also sie hat unglaublich fundiertes Wissen, sehr theoretisch, aber auch praktisch dann mehrfach getestet und ja, kann dir dann da auch viele Dinge noch beibringen. Hervorragend. Sehr interessiert zuhören. Ja, das klingt doch nach einem guten Tag für Isarun. Sie ist beschäftigt. Mhm. Unter anderem geht es auch darum, wie magische Hölzer den Einsatz von Zauberstäben oder von Zaubern vergrößern können. Wie gesagt, ihr ausgebranntes Gildensiegel kannst du erkennen. Sie scheint das so ein bisschen immer wegzudrehen, aber dein waches Auge erblickt das dann auch. Sie verrät ihr übrigens, dass ihr Stab aus mittlerweile Ulmenhain, Blutulme, der siebte Zauberstab ist, den sie führt. Und sie hat auch eine Kristallkugel, mittlerweile die fünfte.
So viel wie sie kämpft, jetzt auch auf der blutigen See, geht da doch mal das ein oder andere kaputt. Ja, das ist schon eine hohe Zahl. Also da staunt selbst Isarun. Ja, eine alte Dame, du würdest sagen, vielleicht so alt wie Sanin, vielleicht 60, sehr, sehr unscheinbar, vielleicht ist sie auch nur 40. Also viel, viel fundiertes Wissen und eine gute Freundin von Sanin. Nach Isarun kommt Kiaras. Nun, ich habe nichts Besonderes vor. Ich bleibe aus dem Weg, versuche nicht mit irgendwem zu interagieren und ich weiß nicht, vielleicht spiele ich mit Raffin Würfelpoker, während wir darauf warten, dass irgendwas passiert und wir irgendwas abstechen können. Ja, das kannst du sicherlich tun, auch gerade wenn Raffin immer an deiner Seite ist, dann Würfel werdet ihr auf alle Fälle finden, Karten. Wenn du selber nichts dabei hast, dann kannst du dir das auch leihen und setzen sich sicherlich auch noch andere Leute dann dazu, Matrosen, wenn du sie lässt, oder du kannst auch natürlich ganz alleine spielen. Ja, dürfen Matrosen helfen, natürlich gerne dazukommen, wenn sie überhaupt kommen. Ja. Gut, Raffin ist natürlich gebunden, du kannst ihn auch alleine lassen, aber ansonsten kannst du mitspielen. Also, ich würde bei ihm bleiben und ich würde auch diese Nacht nicht schlafen. Also ich möchte wach bleiben, während er schläft. Mhm. Dann gib mir mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ah, kein Problem. Also, sonst können wir nichts, aber Selbstbeherrschung. Talentspezialisierung würde auch zählen. Ja, 10 Punkte. Punkte. Oh, wird schon schwer, aber geht. Das sind ja nur 18 Stunden, da bleibt man mal wach. Ja. Kannst du dann irgendwo den nächsten Tag an Land schlafen. Immerhin ist es hier gefährlich. Richtig. Yalan, beziehungsweise Okurian von Zorgan. Hör auf. Ich habe nichts Spezielles vor. Yalan wird die Rasierer immer wieder zwischen seinen Kameraden hin und her springen und versuchen nachzugeben, dass niemand sich mit irgendwem anlegt. Es ist aber sehr peinlich, vermeiden, Lido Korg über den Weg zu laufen. Warum? Gibt es noch einen speziellen Grund? Nö, aber Lido Korg, so als magisches Wesen, dem muss man. Mit dem muss man nur reden, wenn man das will. Okay. Ja, wie gesagt, ihr habt eine ganze Menge zu tun oder eben gar nichts. Also die Reise wird dann schleichend vorbeiziehen oder aber auch sehr schnell immer wieder was, wenn ihr mit offenem Auge dabei seid. Wie gesagt, die Grünwalkolonie, mal den ein oder anderen Drachen, den ihr dann erkennen könnt über euch, wenn er die Kreise zieht. Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade diese Küstenregion dann sehr beliebt ist. Wenn sie sich dann irgendwelche Fische rausziehen, wie gesagt, eine Seeschlange, die euch kurze Zeit begleitet hat, aber dann, nach 18 Stunden, die vergangen seid, könnt ihr kurz vor Pericum den Hafen selbst nicht einlaufen, ihr könnt ihn dann nur aus der Ferne erblicken. Sanin wird dann das Steuer rumziehen und einen Kurs in Richtung Trollzacken nehmen, wo ihr dann ungefähr 30 Meilen vor Pericum an der Küstenlinie anlauft. Nicht ganz natürlich ran, die Felsen, die dann hier rausragen, könnt ihr Schiff natürlich auch irreparabel zerstören oder beschädigen, weshalb ihr dann ein kleines Ruderboot bekommt, in das ihr dann zu siebt einsteigen dürft. Wird euch dann überlassen. Und von hier aus wäre es noch ein kleiner Weg in Richtung Landmasse. Ja gut, ich setze mich an die Ruder. Und dann trennen sich unsere Wege wohl erstmal wieder. Ja, Sanin selbst ist wohl auch gar nicht mit nach draußen gekommen. Der steht dann wohl auch gerade nicht gerade am Steuermast, sondern steht dann wieder unten in seiner Kajüte, nachdem er Befehle gegeben hat. Aber Viborn, der Stählerne, steht dann da wieder, um euch über die Leiter nach unten zu helfen. Er wird vermutlich als letztes dann heruntersteigen. Nun, Bojag noch. Danke, werden wir haben. Aber erstmal, wie gesagt, Ilsur, ein einfacher Einsatz. Wir werden natürlich gegen Piraten kämpfen, aber sie stehen nicht auf unserer Liste. Zumindest nicht mit hoher Priorität, sondern nur als sekundäres Ziel. Gib Xeran ordentlich Saures von mir. Machen wir. Lasst euch nicht fressen. Ha. Nicht vor euch. Und damit geht's abwärts. Dann brauche ich bitte Herrschaften. Dann nimmt sich jeder mal ein Ruder. Ja, ich fahr das Ding. Ich nehme an, das ist zweireihig, also es kann in jedem Ruder eine Person sitzen.
Genau, wir haben zwei Reihen, also habe ich vier Bootefahrenproben von insgesamt 7 Leuten, die da drin sind. Drei müssen nicht. Ich guck mal in die Runde, wer denn schwächlich aussieht. Aber mir rudert nicht. Nee. Oltax oder lieber auch nicht. Das ist vernünftig. Wieso, traut euch das Ruder zu? Von der Kraft her schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Koordination hinbekomme. Doch, ich glaub's an euch. Dann haltet lieber vorne Ausschau, dass wir nirgendwo auflaufen. Jawohl. Dann haben wir 4 Mann. Dann wird kräftig gerudert. Würfeln wir mal. Das sieht gut aus. Oh. Ja, vielleicht doch lieber ein Chip von Rafim? Für einen Punkt? 20, 18, 16. Was für eine Probe. Ja, da muss auch Vianna ran. Naja, Vianna ist auch nur... Die ist gerade ganz fasziniert von dem Wasser und dem Wind und den Wellen. Ja, komm, dann ruder ich. Ich habe zwar kein Boot erfahren, aber ich würde dann auf Athletik. Ist echt? Ja, das geht? Ich würde sagen Athletik, weil das ist ja... Athletik plus 10. Ja. Oltax hat jetzt natürlich Athletik auf 18 mit Spezial. Nee, ich hab Athletik auf 8, aber trotzdem. Ja, Oltax. Doppel 1 ist immer drin. Übel. Oh, Junge! Entweder schippst du jetzt die 20 ja, oder ich schipp die 10. Also dann haben wir 14 auf eurer Seite und 14 nee, auf der ich falschen. Nee, ich schipp die 20. Also wenn du eine 7 würfelst, hast du die Probe geschafft. Ja. Aber wenn du alles unter... Aber das ist egal, dann damit haben wir jetzt in der Gesamtrechnung einen Punkt über. Ja, es ist nicht wesentlich besser geworden, aber... Alter, kräftig! Einen Punkt über in der blutigen See. Nicht so viel Schwung hin. Einen Punkt über in der blutigen See. Okay, wenn ihr dann meint, dass das... Ich könnte natürlich meine 19 chippen. Ja, also dann jetzt. Ich suche gerade nach Begegnungen. Ja, ich chippe 19. Ja, da können wir noch am meisten Punkte wieder rausholen. Ich habe schon eine Begegnung. Ja, 7 Punkte mehr. 7 Punkte mehr. Gut, nee, dann reicht das. Sonst hätte ich euch nämlich gerade mit fingerlangen Bohrwürmern konfrontiert. Gut. Dann könnt ihr an den Treuzacken anlanden, die vor euch weiß, finster und dunkel aufragen. Vielleicht schon ein finsteres Omen, was dann die nächsten paar Tage und vielleicht auch Wochen verkünden. Schneebedeckt, trotz des Sommers, in dem ihr euch aktuell befindet, und die namenlosen Tage, die irgendwann nahen. Bevor ich vom Boot steige, spähe ich sehr intensiv, so 5 Minuten lang in die Umgebung, ob sich hier irgendwo Untote verbergen. Ihr könnt, nachdem ihr das Boot herangezogen habt, einen kleinen, ausgetretenen Pfad erkennen, der auch schon sehr überwuchert ist. Hier wurde seit vieler Zeit niemand mehr rumgeschickt. Also der Pfad ausgeblichen, zugewuchert. Kein einziger Wagen, der hier mehr durchgerollt ist. Jalan erinnert sich noch, als ihr damals mit den Brandfässern hier vorbeigehuckelt seid. Aber das ist schon... Vielleicht das letzte Mal, dass hier irgendwas passiert ist. 3 Jahre her? 2 Jahre? Ganz sicher. Ich trete die vermutlich noch herumliegenden traurigen Überreste eines Skelettes beiseite. Nun gut, haltet die Augen in alle Richtungen offen. Wenn sich irgendwas bewegt, dann ruft. Hier gibt es nichts Lebendes mehr. Nun gut, hier müssen wir lang. Aufwärts Marsch. Nachdem ihr ungefähr eine Stunde gegangen seid, sehr still, nochmal sichernd in Richtung der Treuzacken, ob da noch irgendwas runtersteigt, könnt ihr einen alten Stein erkennen, auf dem dann auch eingezeichnet ist Dergelmund und auch Perikum ist ausgezeichnet. Zur anderen Seite könnt ihr auch sehen, dass der Altzoll eingezeichnet ist, viele, viele Meilen in Richtung Altzoll und auch Beilung. Ebenso verblichen und mit irgendwelchen widerlichen Moosen zugewuchert und zugewachsen, aber von hier aus könnte man sich auch weiter orientieren. Ihr wisst, zumindest Jalan weiß, dass Perikum dann auch nur mit einer Brücke dann erreichbar wäre und ihr auf der anderen Flussseite dann ankommt, auf der Flussseite des Darpat, der dann am Ochsenwasser entspringt über einen großen,
Staudamm ist es nicht wirklich, es ist einfach ein Wasserfall, der hier runterfließt und das Ganze dann sehr strömend macht. Perikum müsste man sich überlegen, ob man die Stadt noch einmal betreten möchte. Ihr habt ja gesehen, wie viele Flüchtlinge es dort gab und dass ihr auch dort gesucht werdet. Wäre natürlich die Frage, ob ihr da überhaupt lang wollt. Wenn niemand was braucht, haben wir da glaube ich keinen Grund zu. Also ich habe mich mit massig Nahrung für mich und den Bären eingedeckt und einen Schlafsack habe ich. Ich denke, das soll reichen. Zumal es mitten im Hochsommer ist, der kann noch was schießen, wenn die Nahrung knapp wird. Wäre halt höchstens die Überlegung, ob wir noch irgendwie Pferde brauchen oder so. Andererseits, wie viele Pferde können es nach Perikum geschafft haben, wenn da schon so viele Flüchtlinge drin sind? Und hat irgendwer überhaupt noch genug Geld, um sich Pferde zu besorgen? Naja, vielleicht verkaufen Leute auch billig Pferde. Weil sie Geld brauchen und so. Also wollt ihr arme, unschuldige Bauern das Pferd abknöpfen für wenig Geld? Abknöpfen? Wer spricht denn davon? Ihr wollt ein Pferd billig kaufen von einer Person, die geflüchtet ist. Ich denke, das könnte fast mal unter Abknöpfen ganz gut zusammen. Die Alternative wäre natürlich Beschlagnahmung. Also wollt ihr es ihnen für umsonst wegnehmen? Das würde sie bestimmt freuen. Ja, mit Sicherheit. Was ihr für ein dummes Zeug manchmal redet. Gewöhnt euch dran. Das wird nicht besser. Nun, Rafim, sie ist so. Wenn man ihnen dafür wenigstens etwas Geld gibt und sie die Pferde nicht mehr durchfüttern müssen, haben sie wenigstens etwas in der Tasche dafür. Ich habe ja nichts dagegen, arme Bauern auszunehmen. Das habe ich ja nie behauptet. Wir tun Folgendes. Wir werden uns in Dagelmund einquartieren für einen Tag. Die Zeit können die Herrschaften, die so geneigt sind, nutzen und versuchen, für geringe Beträge Reitpferde aufzutreiben. Sollte sich dergleichen nichts ergeben, werden wir zu Fuß weiter marschieren. Ich denke, die Nordseite des Davat, wenn wir sowieso zu Fuß sind. Aber wird die nicht komplett überflutet sein mit Menschen? Deswegen die Nordseite des Davat. Ja. Ja, aber die sind doch alle schon wie bescheuert durch diesen Fluss gesprungen. Glaubst du nicht, dass auch die Nordseite komplett überflutet sein wird mit diesen Leuten? Wir werden sehen, aber es ist auf jeden Fall besser als die Reichsstraße. Überlegt einmal, also wie lange es schon her ist, seit wir hierher gereist sind. Das ist schon über einen Monat her. Vielleicht ist die Situation ganz anders. Ihr habt recht, darüber habe ich nicht nachgedacht, entschuldigt. So wie ich das Stadttor damals eingeschätzt habe, kann ich mir vorstellen, dass dieselben Menschen immer noch vor den Toren und Warten sind. Ich denke nur, dass die Stadt vermutlich jetzt deutlich schlechter dasteht. Ich denke nicht, dass sie so viele Menschen überhaupt versorgen können. Wir werden sehen, wenn wir da sind. Alles, was wir jetzt anstellen können, sind Spekulationen. Nun gut, ich bin auch dafür. Wir beziehen in Dagelmund-Quartier, von dort aus sehen wir. Wisst ihr, woran ich jetzt denken muss? An den Spekulatius von Frau Putz. Oh, Putz. Frau Putz, ich vermisse sie. Habt ihr eigentlich geschrieben, nachdem Gareth sicher war, aber mir? Ja, natürlich. Ich habe leider bis heute keine Antwort erhalten. Ich hoffe, es geht dir gut. Und sie weiß, wo sie Unterkunft finden kann, wenn sie wieder in der Stadt ist, ja? Natürlich. Gut. Nun, da hilft es jetzt leider trotzdem nichts. Mach die Zähne zusammen, wir müssen ein paar Tage von Zwieback leben. Es gibt Schlimmeres. 15 Uhr werdet ihr ganz grob die kleine Siedlung Dergelmund erreichen. Es gibt hier eine ehemalige Flößerstation, die dann den Betrieb in Richtung von Perikum zulässt, also eine Kettenfähre, aber auch auf den ersten Blick könnt ihr schon erkennen, dass die wohl vor einiger Zeit untergegangen ist. Vielleicht zu viele Menschen, die darauf waren, die dann in Dergel hinabgeglitten sind und dann irgendwo in der blutigen See verschwunden sind. Das Dörfchen ist sehr klein, windschiefe Hütten, Häuser. Wenn man hier siedelt, gibt eigentlich nicht viel Grund hier zu siedeln, gerade wenn auf der anderen Seite Perikum lockt mit den vielen Tempeln von Rondra oder auch von Boron. In der sicheren Stadtmauer, ihr könnt den Lärm auch hinüberhallen, hören, sehen und wie legt jetzt auch, was vor der Stadt ist. Das Zeltmeer habt ihr auch im Vorfeld schon gesehen. Es hat sich weiter ausgebaut. Ihr könnt auch riechen, wie widerlich es von dort drüben stinkt, nach den Fäkalien, nach... Ja, es ist keine belagerte Stadt, aber sie steht auf alle Fälle unter vielen, vielen Flüchtlingen, die jetzt ihr Unterschlupf gesucht haben und es nicht gefunden haben. Ihr werdet von sehr mürrischen, vor allem Fischern begrüßt, die euch sehr wortkarg zunicken.
Und euch dann, ja, es ist vielleicht sowas wie ein Dorfschulze, der dann mit einem schartigen, rostigen Schwert an seiner Seite, halb gezogen, dann vor euch steht und dann nach dem Woher und dem Wohin fragt. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her und wohin wollt ihr? Seid ihr Nekromanten? Nein, ich bin Jarlan Greifenmund. Das sind meine Gefährten. Wir wollen Kreative sein für die Nacht. Und ihr fügt, ihr habt keine Lug oder Hinterlist, in euch. Wir sind ja keine Gräume. Ich richte meine Banderole nochmal. Nein. Zeit, dass ich so frage, aber man kann selbst euch mittlerweile dieser Tage nicht mehr trauen. Sagt das meinen Brüdern vom Bannstrahl nicht ins Gesicht. Es gibt einige, die Sag, hat jemals jemand diese Frage mit Ja beantwortet? Gleichmütig sind. Habt ihr recht, also. Ihr habt zwar schon einige, die von den Trollzacken runtergestiegen sind und uns angriffen, aber diese Frage haben sie vorher nicht beantwortet. Trotzdem haben wir, wie gesagt, viel Unbill aus der Finstermark gehört, dass Geweihte Unschuldige angegriffen haben und deswegen wollte ich fragen. Nun, ich schätze, Wachsamkeit ist eine preisgefällige Tugend, nicht wahr? Was könnte ich sonst schon gegen euch ausrichten, aber wenigstens habe ich meine Pflicht erfüllt. Wir haben da hinten einen alten Stall, den könnt ihr haben, die Pferde sind längst tot. Das Heu mag vielleicht ein bisschen alt riechen, aber es ist nicht nass oder so, also sollte es auch nicht faulen. Dann danken wir euch wohl. Essen können wir euch nicht viel geben, verzeiht, die Fähre ist doch vor einiger Zeit mit Flüchtlingen gekentert und von Perikum aus tut sich gar nichts mehr. Die sind, glaube ich, ganz froh, dass von dieser Seite aus nichts mehr passiert und wir konnten uns das noch nicht leisten, nach oben in die Berge zu steigen und etwas Holz zu fällen. Die Trave gefälligen Tugenden sind es wohl, die in solch schweren Zeiten immer zuerst leiden müssen. Sag, guter Mann, wie ist die Situation dort drüben? Kommen immer noch Flüchtlinge an? Und wenn ja, woher? Nein, Flüchtlinge haben wir nicht mehr. Also, ich weiß nicht, was da drüben passiert. Sicherlich, das ein oder andere Zelt entsteht dann mal neu, aber es sind so sehr viele, dass ich den Überblick verloren habe. Und mittlerweile kampieren sie auch auf der Südseite. Es gab wohl auch noch aus Baburin noch Leute, die gekommen sind und hauen und stechen. Ich bin ganz froh, dass ich hier bin. Aber aus Norden, Befindlichkeiten. habt ihr auf der Straße an der anderen Flussseite kein Meer entlangziehen sehen. Oder zumindest nicht mehr solche großen Massen. Nein, wenn das waren vereinzelt Leute. Jetzt den letzten haben wir vor 10 Tagen oder so gesehen. Den haben wir dann wieder zurückgeschickt, in der Hoffnung, dass er irgendwo bei Zackenberg oder so eine Brücke findet. Verstehe. Vielen Dank. Voltax, Abelmir, Ja. ihr seid doch Ingirim gefällig bewandert. Ja. Das könnte man so sagen. Ihr werdet nicht zufällig sehen, ob wir nicht mit ihrer Fähre ein wenig aushelfen können. Wir haben kein Bauholz, um eine Fähre zu bauen. Und dann werden wir wohl welches beschaffen. Wie lange Wenn wollt ihr ihr bleiben? wollt. Eine Woche? Ein Monat? Ja, dann fangt doch schon mal an, Holz zu schlagen. Irgendwas müssen wir ja wohl tun. Gut. Ja, Karinor, Isarun, ihr wolltet euch um Pferde bekümmern, nicht wahr? Ich denke nicht, dass wir hier fündig werden und auf die andere Seite überzusetzen. Wie sollen wir das schaffen? Wir müssen die nächste Brücke erreichen. Hier gibt es jedenfalls keine Pferde. Es gibt keine weitere Brücke bis Romelis. Dann denke ich, dass nach Romelis laufen die bessere Idee ist. Das denke ich auch. Je schneller wir die Bedrohung vernichten, die überhaupt für die Flüchtlinge aus Norden gesorgt hat, desto eher können sie doch in ihre Heime zurück. Ich Das ist weiß eine gar gute nicht, ob es Idee. noch eine Heimat gibt, in die sie zurückkehren können, bis wir fertig sind. Nun, wenn wir es nicht versuchen, dann werden sie mit Sicherheit keine Heimat mehr haben. Das ist ein Argument, das nicht zu widerlegen ist.